Hallo, liebe Geschwister, Diener, Sklaven Satans, Freunde, Feinde, die ihr noch am Überlegen seid. In erster Linie erstmal einen wunderschönen Sommer an euch allen. Heute geht es um ein Video, was heißt um ein Video? Um ein Übersetzungsvideo in dem Live-Gespräch, in der Live-Konversation zwischen Christian Prince, Sam Shamoon, David Wood und Al-Fadi. Da besprechen sie ein paar Fragen, ja, und genau darum soll es heute gehen. Dann wollen wir auch gleich mal loslegen, ja. Erste Frage: Angriffe durch Social Media, also Angriffe durch Menschen, die diese Islamkritiker, eben genannten, durch Social Media Plattformen wie YouTube benutzen, um sie zu diffamieren, kritisieren, ja, und so weiter. So, David Wood, ja, der beantwortet als erstes: Muslime versuchen durch Online-Armeen mit Tastatur-Dschihadis ihre Arbeit zu unterbinden, nicht mit einer Armee, also nicht mit einer echten Armee, wie vor kurzem noch 1928, 24, wo das Osmanische Reich zuletzt die uns Christen angegriffen hat. Ja, ist noch nicht mal 100 Jahre her, ja, 1400 Jahre Krieg gegen uns, ja, in offensiven Dschihad, den echten Dschihad. Und ja, solche Armeen benutzen heute nicht mehr gegen uns, weil sie würden sofort zerschlagen werden. Ja, heute benutzen sie natürlich die Tastatur-Dschihadis, ja, der Geburten-Dschihad und sowas, ja. Also, sie tun es mit mir und mit CP, Christian Prince, und das ist traurig, weil die Plattformen es nicht unterbinden. Also YouTube und sowas, ne, die unterbinden das nicht, weil wenn du etwas Wahres aussprichst, was du ja überprüfen kannst, was im Koran steht. Die anderen ist dann diffamieren oder sagen, der lügt oder was weiß ich was. Ja, kommen wir gleich darauf, wenn wir über Christian Prince sprechen. Tun YouTube diese Leute nicht, ja, sie lassen sie einfach, ja. Jetzt sagt Sam Shamoon: Mich haben sie noch nicht angegriffen auf YouTube, aber auf Facebook hat man mich gebannt, weil ich IS-Videos aufgedeckt habe. Ich habe allerdings auch nicht den Impact wie David Wood und Christian Prince bei Muslimen erreicht. Ja? Also der ist noch nicht so bekannt wie Christian Prince und David Wood. Er sagt aber hier: Ich hoffe aber für den Ruhm Jesus Christus wird auch mir das gelingen, nicht für meinen Ruhm. Ja? Also er ist eigentlich schon sehr bekannt, also wenn ich den schon kenne, sage ich mal, ja. Ich habe ehrlich gesagt spät angefangen, internationale Kritiker zu studieren, gebe ich zu. Also wenn ich den schon kenne, denke ich schon, dass das ein Bekannter eigentlich ist, nur halt nicht so den Impact hat wie Christian Prince und David Wood. Die Hintergrundgeräusche sind meine Hündin, die hat irgendwas Falsches gegessen, entschuldigt bitte, ja. So, jetzt antwortet hier CP, ja. Nun bei mir kann ich meine Videos nicht aufrechterhalten. Sie werden sofort herausgenommen. Ja, das ist es hier. YouTube tut nicht nur die Leute, die diffamieren und lügen, nämlich die Muslime. Denn wenn Christian Prince die Wahrheit über den Koran und über die Hadithen sagt, tun die Muslime ja lügen, dass er der Lügner ist, dass er irgendeinen Müll babbeln würde oder bla bla bla. Ja, und tun dann noch CPs Videos rausnehmen. In Pakistan, Saudi-Arabien und noch andere Länder ist sogar CP, ich glaube in Somalia oder ich weiß jetzt nicht genau, sind seine Videos sogar komplett verboten, die erreichen das Land noch nicht mal. Ja? Seine werden dort komplett verboten. Ja? Das ist aber gut, denn das bestätigt, dass wir große Arbeit tun. Denn niemand schmeißt Steine auf einen leerbefahrenen Zug. Das ist also ein gutes Zeichen. Das ist also ein gutes Zeichen. Ja? Das zeigt, dass sie wirklich in die Wunde greifen, ja. So. Nun, früher wurden Christen gekreuzigt und vor Tieren geworfen, um lebendig aufgefressen zu werden. Wir sollten uns nicht beschweren, denn unser Leid ist nicht zu vergleichen, ja. Ich sage das hier, Leute, ganz simpel, grammatikalisch und in Wörtern ganz simpel, dass es, wenn jetzt ein 16-Jähriger überlegt und das Video sehen sollte, soll ich Muslim werden, soll ich Christ werden, und ihr wisst ja, dass studierte Leute, gerade wie David Wood, ja, und Al-Fadi, die sind wirklich sehr studierte Menschen. Christian Prince spricht einfach, er macht das, spricht einfach. Und Sam Shamoon genauso.
Die tun vielleicht manchmal Wörter benutzen oder grammatikalisch so, dass es vielleicht ein 16-Jähriger jetzt nicht gleich versteht. Darum mache ich das in sinngemäß 100% die Wahrheit, aber in so ausgesprochen, dass man es wirklich versteht. Ja, wie Hawking das zum Beispiel gemacht hat. Hawkins, der war sehr beliebt, genau deswegen, weil er nicht diese wissenschaftlichen Wörter ständig gebraucht hatte, wenn es nicht sein musste, damit man ihn seinen Aussagen ja bis in die, damals würde man sagen, dritte Klasse, ja, das Verstehen. Ja, so. So, ihr Lieben. So, was unsere Christen durchleiden mussten, ja. Doch das macht uns nur stärker und genau, nochmal von vorne. Und also die Christen vor Tieren geworfen, um lebendig aufgefressen zu werden. Wir sollten uns nicht beschweren, denn unser Leid ist nicht zu vergleichen, was unsere früheren Christen durchleiden mussten. Doch das macht uns nur stärker und sie formen uns zu Stahl und wir sind das Eisen. Ja? Das ist zum Beispiel, man hätte sagen können, wir sind das Eisen, ja, und das formt uns nur zu Stahl. Stahl ist härter als Eisen, war grammatikalisch jetzt zum Beispiel ein Fehler. Ja? Man hätte das von CP, aber im Englischen zu Deutsch, zum Beispiel Spanisch, das ist immer eine andere Grammatik, ja. Und das ist, was ich meine. Hier als mal Beispiel, ja. Er hätte sagen müssen, ja, weil Eisen zu Stahl wird, ja. Eisen wird zu Stahl und sagt zuerst, stärken Sie, Sie formen uns zu Stahl und wir sind das Eisen. Ja, versteht ihr das? Und deswegen mache ich das so, dass ihr das leichter versteht. Wir sind das Eisen und sie formen uns nur zu Stahl, indem sie uns attackieren. Das macht uns härter. Okay? So. Zweite Frage, ja? Frage von Sam Shamoun an AL Al-Fadi, ja? Und Christian Prince. Da ihr die Arabisch sprechenden seid, zu Kapitel 1, Vers 12,1. Wo es heißt, hier habe ich glaube ich einen Druckfehler gemacht, falls das falsch ist, entschuldigt bitte. Allahu Ahed, ja, ist offensichtlich ein Fehler, denn das heißt, Allah ist einer von, ja, Kapitel, also das ist jetzt hier die Frage. Ja. Al-Fadi, ich möchte nicht teilnehmen an den Antworten, lass CP antworten, nicht weil er nicht antworten kann, ja, der ist ein sehr studierter Islam, Ex-Muslim, ich glaube, er ist sogar Ex-Muslim. Nur er wollte halt eben natürlich Christian Prince, David Wood und Sam Shamoun antworten lassen. Er war so mehr der die Fragen der Leute annahm. Ja, es kamen zwar wenige, aber er sollte eigentlich so eher dafür da sein und als Bestätigung und so weiter. Also, er möchte, dass CP antwortet. Nun, CP, nun, ihr wisst, Ahed bedeutet einer von. Es bedeutet nicht eine. Das Wort kommt von Erhat, was nicht eine Zahl, ja. So, Moment. Was nicht eine Zahl bedeutet, sondern eine von. So Arabisch ist wie Hebräisch aus dem Aramäischen entstanden. Das Wort Achet ist mehr als 20 bis zu 30 Mal im Koran gegeben. In jeder Übersetzung tun Muslime es als einer von übersetzen. Als Beispiel Kapitel 2, Vers 1, 36 und etc. Da tut Christian Pünz 6, 7 Verse, beziehungsweise Verse von Kapiteln aufzählen. Die habe ich jetzt nicht alle mit reingeschrieben, ja, weil, gut. Aber als Beispiel 1, ja, Kapitel 2, Vers 1, 36 etc., ja, wo 20 bis 30 Mal da steht, ja, dass es Ahed heißt, ja, so, und nicht Wahed. Ich weiß zum Beispiel, dass in Arabisch Wahed heißt einer, Wahed, ja, Henea, zum Beispiel Henea heißt ich, Wahed heißt eins, man müsste, denke ich mal, auf Arabisch sagen, Henea Wahed, ich bin eins, aber es heißt, ja, Moment, aber es heißt hier Achet, ja, und nicht Wachet. Ja? Nun, ihr wisst, Achet bedeutet einer von und Wachet ist eins. Ja? So. Sam Shamoun wirft ein, so die Frage ist, Allah ist einer von was? Ja? Er wirft ein, ja, von was ist er einer? Und CP, hier fehlt ein Satz. Er müsste sagen, Achat. Und da ist etwas
zum Folgen, aber es ist abgeschnitten, das was folgen müsste. Ja? Also dass der Satz, der folgen müsste, ich bin einer von, fehlt, ist abgeschnitten, dieser Satz. Ja? Und in der Bibel zum Beispiel heißt es, der Mann soll seine Familie verlassen, seine eigene gründen, ja, und einer von werden. Und einer von werden. Einer von, hier ist es nicht als Nummer gemeint, sondern als Union, ja, beziehungsweise Gemeinschaft. Eine Union, Gemeinschaft, er soll seine eigene, er soll einer von werden in der Gemeinschaft, ja, in der Union, seine Familie, Frau und Kind. Versteht ihr? So. Um zu beweisen, dass es hier nicht um die Zahl geht, um eine Zahl, sondern einfach wirklich eine Union. Ja? Dritte Frage. CP, wann wirst du fertig werden mit deiner Koranübersetzung? CP, ich arbeite dran, ich würde schneller fertig werden, wenn ich weniger Live-Videos machen würde. Und lacht so ein bisschen. Ja? Ist halt sehr beschäftigt. Gut, und das war es dann auch schon. Und dann kommen wir zur vierten Frage. Chapter 9, wo Muslime mit dem Konzept der Abrogation spielen. Ja? Mit dem Konzept der Abrogation spielen. Einmal sagen, ja, das wurde abrogiert, einmal sagen, es wurde, die einen Muslimen sagen, es wurde nicht abrogiert. Die spielen halt damit rum mit diesen Sachen, die Verse, die friedlichen Verse und die Verse, die das ja abrogiert haben, spielen da rum, ja. David Wood, ohne die Abrogation ist der Koran hoffnungslos widersprüchlich und konfus. Als Beispiel, bekämpfe die, die euch bekämpfen und bekämpft die, die nicht glauben. Das sind zweierlei Dinge, die verschiedene Sachen befehlen. Was heißt das hier? Würde der eine Satz den anderen Satz nicht abrogieren, wäre es ein eindeutiger Widerspruch, ein Vers mit den anderen im Koran. Also muss die einzigste Lösung sein, der eine Satz abrogiert den anderen. Und Allah bezeugt das ja, denn er sagt, ja, sollten sich zwei Verse widersprechen in einem anderen Wort, aber es ist ganz klar, widersprechen, da tut der Ältere, dann tut der Neuere Vers den Älteren ablösen, abrogieren. Das bestätigt Allah ganz klar. Ja, haben sie nicht erwähnt, das erwähne ich euch jetzt mal hier. Ja, aber gut. Also ganz klar, ja, bekämpft die, die euch bekämpfen, ja, heißt es erst, und dann heißt es, ihr sollt die bekämpfen, die nicht glauben. Ja, ist doch komplett widersprüchlich, wenn die Approbation nicht existieren würde. Das beweist dir ganz klar, dass die guten Verse abrogiert worden sind im Koran. Ja? Kommen wir gleich mehr dazu. Als Beispiel, kämpfe die, die euch bekämpfen, genau, und die nicht glauben, also weiter. Also du hast nur einige Optionen, ja, sagt David Wood. Also du hast nur einige Optionen. Der Koran widerspricht sich selbst. Allah ist ein schrecklicher Kommunikator oder die traditionelle Art, orthodoxisch die Abrogation zu benutzen, wie es traditionell gemacht wurde. Ja? Das heißt, dass in der Geschichte wir ganz klar sehen, dass die Muslime seit 1400 Jahren auf die Hetze gegangen sind, ja, und die friedlichen Verse abrogiert worden sind und die Muslime seit 1400 Jahren andere Länder angegriffen haben, übernommen haben. Ja. Wie wir es ja ganz traditionell orthodoxisch, ja, der Abrogation sehen, ja, in der Vergangenheit. Seine Fähigkeit zu kommunizieren geht den Bach runter, je weiter er die Straße lang geht. Ja. Alpha, die wirft ein, ironisch, der Koran ist in Arabisch und hervorragend detailliert beschrieben. Ich wundere mich nur, dass ihr ihn nicht versteht, weil dann meistens Muslime sagen, tut ihr das hier ironisch reinbringen, ja, weil sie mir sagen, der Islam ist auf Arabisch und perfekt geschrieben und hin und her. Ich wundere mich nur, dass ihr ihn nicht versteht, wenn er doch so perfekt ist, geschrieben worden ist, da ihr doch auch noch Araber seid, ja, also beziehungsweise ihr Kusipus ist Araber und er soll ihn nicht verstehen, ja, hat sogar Scharia studiert und alles, ja, also islamisches Recht, was ja Scharia ist, hat er sogar studiert, ja, also, gut, okay, so ihr Lieben, das sind 14 Minuten, falls ihr euch das in mehreren Teilen ansehen wollt, mache ich jetzt hier mehr Stopp und mache gleich noch ein Video, dass ihr das euch in mehreren Teilen ansehen könnt. Ich habe davon keinen Vorteil, wenn man das in mehreren Teilen macht, im Gegenteil, kostet mich nur mehr Zeit, ja, aber falls ihr, wie gesagt, euch mal ein Stöppchen machen wollt, dann morgen wieder angucken wollt, mache ich dann die nächsten Videos. Tschüss.